Moin Moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge SnowRunner! Momentchen mal! Wintereinbruch? In British Columbia? Nee, wir sind auf dem Koftsee oder sowas. Auf der Halbinsel Kola. Yes! Ich habe mich dazu durchgedrungen. Wir machen endlich den Twinsteer gut. Yes! So, Eiertatantrieb und Differentialsperre können wir nicht aktivieren, aber ihr könnt den Kanal abonnieren. Und wir ballern hier mal los. Ich habe mal schon mal ein bisschen geguckt, ob ich hier vorbeikomme. Ich bin es auf jeden Fall vorhin. Mal gucken, ob ich es nochmal schaffe. Denn eigentlich hat der gute Manfred mir gesagt oder mir geschrieben, ich solle doch, wenn ich diese Reise beginnen will, einen großen Truck nehmen, so wie den Sig oder sowas. Und dann am besten irgendwie einen Scout im Schlepptau. Weil wenn wir auf der zweiten Map angekommen sind, müssen wir so ein bisschen über Steine und so weiter fahren. Und ich kann über den See abkürzen, meinte er. Jetzt ist nur die Frage, wo über den See? Ich weiß vom guten Thomas, dass man auch ins Eis einbrechen kann. Deswegen macht mir das so ein bisschen Sorgen hier. Achso, und ja, ich habe mich nicht für den Sig entschieden, ich habe mich für den Crocodile entschieden. Für den Step. Denn den haben wir schon ewig nicht mehr gesehen. Und er ist ja eigentlich ja klein genug. Und ich hoffe, dass er trotzdem die Berge hochkommt und so weiter. Also die kleinen Steine und sowas. Wo wir dann hin müssen zum Upgrade. Und zudem ist einer der Trucks, der einen schönen großen Tank hinten drauf hat. Mit 900 Litern, glaube ich sogar. Und ich habe mir gedacht, komm. Nehmen wir mal das kleine Krokodil. So. Aber das sieht so aus. Müssen wir hier drüber? Ja. Das sieht ganz gut aus. Ich kenne den Weg nicht ganz. Ich habe den bisschen bei... Ah, okay, okay. Deswegen müssen wir einen großen Truck nehmen, glaube ich. Oh, oh. Oh, noch sieht es ganz okay aus. Ich hoffe, hier vorne... Boah. Also ich glaube, da hatten wir Glück. Uiuiuiui. Okay, okay, okay. Also, dieses helle Eis sollte man auf jeden Fall meiden. Das ist schon mal gut zu wissen. So, ich muss mal rauszoomen. Ja, genau. Wir müssen irgendwie so einmal komplett schräg drüber. Jetzt ist die Frage. Kommen wir hier weiter, hier weiter. Ich glaube, da einfach nach oben, beziehungsweise hier jetzt für uns nach vorne. Ich glaube, da müsste theoretisch auch so ein kleiner Fluss lang führen. So, wie sieht das hier mit so einem Eis aus? Da können wir einfach drüber fahren, so wie es aussieht. Das ist gut. Genau, hier ist nämlich anscheinend so ein schneebedeckter Fluss. Ich glaube, von dem aus führte auch noch irgendwo eine Straße lang, die wir dann nehmen können. Ja, hier vorne, glaube ich, war die. Bin mir nicht ganz sicher. Ich habe es nur bei MapRunner gesehen. Habe auch keine Videos oder sowas angeguckt. Und ja, wäre natürlich besser, hätte ich das hier nebenbei offen, aber was soll's. Soll ja auch ein kleines Abenteuer werden. So, und hier vorne ist der Weg. Und ich muss sagen, der Step, der macht das ganz gut bis jetzt. So, wie viel Sprit haben wir verbraucht? Guck mal, wir haben noch 114 Liter von 150. Und hinten, hinten drauf haben wir 900. Also, das sollte wohl klappen. Jedenfalls vom Sprit her. Frage ist halt nur, ob wir wirklich nachher da auf die Steine drauf kommen. So, guck mal, hier ist so ein kleines Dorf. Oh Gott, dann ist es auch schon wieder so eine kleine
Erkundungstour auf der Kohlehalbinsel. Ah, so ein bisschen vermisse ich auch den Schnee, ne? Ich weiß gar nicht, wie das ist. Ob. Achso, warte mal, so. Ah ne, wir fahren falsch. Wir müssen irgendwie hier nach links. Oder hier nach oben. Ich denke mal eher hier nach oben. Also wieder ein bisschen zurück. Und da hinten den Weg nehmen. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Ob in British Columbia, der zweite Bereich, ist der nicht auch ein bisschen mit Schnee? Oder verwechsel ich das gerade mit Ontario? Ich weiß nicht. Oder war Ontario... Nee, Ontario war eigentlich das mit den ganzen Waldbränden, ne? Wo man die löschen muss, beziehungsweise dann auch Wasser hinbringen muss und sowas. Ah, ich weiß es gar nicht. Aber wir schauen mal. Irgendwann ist es ja soweit, dann sind wir im zweiten Bereich in British Columbia. Dann gucken wir mal, ob es da... Jetzt ist halt jedes Eis irgendwie verdächtig. Aber das sieht ganz okay aus. So, aber das geht hier irgendwie nur zu so einer Fabrik oder sowas, oder? So, wir sind hier. Ich glaube, wir müssen hier die Straße sogar noch weiter, oder? Hier diese Straße. Ist hier ein Truck? Ja, da ist ein kleiner Truck. Weil ich glaube... Ah, hier sind dann die ganzen Berge und sowas im Weg. Ich glaube nicht, dass es hier war. Na gut, dann halt wieder zurück. Zurück zu Leck. Aber die Landschaft sieht auf jeden Fall cool aus. Vor allem mit dem Sonnenaufgang. Oh. Ja, da vermisse ich ein bisschen Alaska. Den Schnee. Und die einfachen Aufträge. Da war das Leben noch leicht. In Ontario fängt das ja schon mal... Ontario sage ich schon. British Columbia fängt das ja schon an, ein bisschen später zu werden. Und hier ist es ja... Uiuiuiui. Kohlehalbinsel soll ja auch recht spannend sein. So, fahren wir hier irgendwie durch? Seite ein bisschen hängen geblieben. Also ich glaube, dass wir hier durch müssen. Bin mir nicht ganz sicher. Ui, was ist das denn für ein Truck? Auf jeden Fall ein kleiner Süßer. Komm. TUZ 16 Acteon. Cooles Ding. So ein kleiner... Ja, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass es ein Scout ist, aber... So ein kleiner Truck, der nur einen Platz auf der Pritsche hat. Theoretisch ja auch so wie der Step. Den kann man ja auch die Pritsche drauf machen. Und dann ist da auch nur ein Platz drauf. So, können wir hier die Bäume umfahren? Ich glaube ja, die kleineren. Dann können wir hier so ein bisschen durch. Fahren hier wieder ein bisschen am Wasser lang. So, wir haben zwar nicht die dicken Schlammreifen drauf, aber wir kommen trotzdem ganz gut durch hier. Durch Wasser und Schlamm. Weil es der Step kann. So. Ah, aber wenn das hier so weitergeht. Ja doch, das müsste irgendwo hier sein, oder nicht? Oder da hinten? Und hier irgendwie runter. Ich weiß es nicht. Ich guck lieber nochmal nach. Ja, okay. Wir sind gar nicht mal so verkehrt. Das Problem ist nur, wir müssen da irgendwie runter. Genau, dann müssen wir hier runter. Und dann ist hier nochmal so ein bisschen was vom zugefrorenen Fluss. Weiß nicht, ob wir hier irgendwie runterkommen. Durch den Wald. Oder ob wir hier dann durch den Schnee fahren müssen.
ja vielleicht eigentlich auch nicht so cool. Weil im Schnee kann man sehr gut stecken bleiben. Kommt drauf an, wie tief der Schnee ist. Weil wir haben zwar Ketten, aber... Ah, das sind alles so eine großen Bäume, ne? Da kann man nicht einfach mal... Kann man nicht umfahren. Also die Birke hier sowieso nicht. Weil wir müssen eigentlich da vorne hin. Ah, da sieht man so ein bisschen... Ja, da ist der Fluss. Gucken. Ja, das sind alles Bäume, die man nicht umfahren kann. Natürlich nicht. Jetzt ist die Frage, kann man sich da einen Weg durchsuchen? Macht das unser Sprit mit? 74 Liter haben wir noch. Und vor allem bleiben wir dann noch stecken. Im tiefen Schnee. Das kann ja auch noch sein. So. Muss ich mal gezwungenermaßen hier den Weg einschlagen, den mir die Bäume bieten. Ja. Wieder mit der Seite hängen geblieben. Gucken ein bisschen nach da. So. Ah. Ah, komm. Oh oh. Das könnte. Yes! Jetzt bleiben wir da auch mit der mit dem Auspuff hängen. Mit dem Auspuffrohr. Ich glaube, wir sollten hier hinten irgendwie. Können wir nicht da am Felsen langfahren? Da weniger Bäume. Aber wir müssen ja eigentlich da drunter. Ach ja. Die guten Bäume. Das erinnert mich an den Waldspaziergang, den wir mal gemacht haben mit dem Dan. Mit dem Kran hinten drauf, wo wir uns ein bisschen ja, im Wald verfranst haben. So, da würde ich gerne hier nach links. Ja. Ansonsten, ja wohl, ja, da vorne kommen wir glaube ich auch ganz gut lang. Probieren wir mal hier aus. Nicht zu schnell. So, das sind hier wieder kleine Bäume, die können wir umfahren. Sehr gut. Ah, das ist hier wieder Eis, wo man einbrechen kann. Zum Glück sind hier ein paar Bäume. So, und das müsste dann ja auch theoretisch alles Eis sein, was, wo man einbrechen kann. So, und ey, wir müssen jetzt genau hier dem Weg folgen. Oder dem Eis folgen. Das heißt hier vorne nach rechts. Mal gucken. So, und ich glaube, wir tanken mal ein bisschen nach. Genau, vom Kraftstofftank. Denn ich will hier nicht in der Bredouille stecken, wenn wir nur noch wenig Tank haben. Und dann dementsprechend weniger Power, weniger Motorleistung. Weil wir dann auf einmal irgendwie gerade im Eis stecken bleiben oder so. Das muss ja nicht sein. So. Oh oh. Apropos Eis stecken bleiben. Einmal mal kurz mit der Maus. Jetzt ein bisschen schneller. So. Okay, also. Hier ist alles so ein... Ja, gewisses... Ah. So eine dünne Eisdecke auf jeden Fall, wo wir immer einbrechen. So wie es aussieht. Deswegen hat der Manfred gesagt, ich soll mal so einen dicken Truck nehmen. Naja, wer nicht hören will, muss fühlen. So, und wir müssen hier, genau zu dieser Straße hier. Die führt nämlich dann auch weiter zu dem Tunnel. So, jetzt ist nur die Frage, fahren wir hier rüber oder fahren wir hier rüber und hier? Theoretisch, wenn wir nur einmal über den Dings fahren müssen, über den Fluss, ist es natürlich besser, aber ich weiß nicht, da hinten sieht es irgendwie, also da rechts sieht es ein bisschen besser aus, aber und hier der Weg ist ja auch nicht so der beste. Überall auch nur die kleinen Bäume. Aber wir versuchen es mal. Hier müssen wir, wie gesagt, nur einmal drüber.
So, und gucke mal, das hier sieht gar nicht so verkehrt aus. Obwohl hier einfach keine Bäume sind. So, jetzt ist die Frage, brechen wir hier ein? Ja. Okay. So, da hinten bei den Steinen ist es vielleicht ein bisschen stabiler, ich gucke mal. Aber da sind halt überhaupt gar keine Bäume zum Rüberziehen. Aber das hier sieht hier so aus, als ob man hier nicht einbrechen würde. Oder? Doch. Okay, okay, okay. Aber ja, die Wahl zwischen Pest und Cholera, so wie es aussieht, wa? Vielleicht mit Vollspeed einfach hier so drüber ballern. Aber hier sind nur so kleine Bäume. Ah! Da habe ich die Befürchtung, dass es nicht ausreicht. So, hier brechen wir auch schon ein. Was, wenn wir ganz langsam fahren? Dann bringt das nichts, ne? Brechen trotzdem ein? Ja, komplett. Aber da vorne liegen auch so Bäume auf dem Boden. Die halten meistens ja auch noch ein bisschen was aus. Komm. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, würde ich sagen. Das weiß auch jedes Kind. Ja. Jawollo. Yes. Puh. Sehr gut. So. Wieder in Automatik und wir nehmen nicht diese Straße, sondern die da. Also wir fahren hier nochmal ein bisschen den Fluss weiter drauf. Durch den Schnee. Und überall wieder Bäume. Aber hier gibt es zum Glück so ein paar kleine, wo wir dann durchkommen. So, hier müssen wir wieder weiter auf den Berg. Mann, Mann, Mann. Und das alles nur für den Twin Steer. Damit der noch besser wird. So, ach, Moment mal, war das schon die... Ach, das war schon der Weg. Seht ihr den da vorne? Die zwei Spuren da im Schnee? Das ist der Weg. Mal gucken. Wie das hier so wird. Das sieht ja nach reichlich Schnee aus. Aber es klappt. Der Step Crocodile. Zum Glück relativ viel Kraft. Und ist jetzt aufgefahren. So, zum Glück haben wir noch eine Winde. Da benutze ich wieder die Maus. Ja, da sind noch Wurzeln. Ui. Okay, okay. Nicht umkippen. Da waren auch Wurzeln, die man nicht so auf Anhieb gesehen hat. Dann ist ja kein Wunder. So. Fahren wir den Weg weiter lang oder hier diesen, was auch immer das ist. Also wir müssen auf jeden Fall so ungefähr, ja, irgendwie hier so hin. Also da nach rechts sieht es irgendwie angenehmer aus. Ich weiß ja nicht. Wenn da vielleicht tiefer der Schnee ist. Ja, ich würde sagen, das sieht hier auf jeden Fall besser aus. Yes. Viel, viel besser. So, können wir den Tunnel schon irgendwie sehen oder so? Oh, ich weiß auch gar nicht, wie der hier aussieht, also... Nein. So, und hier ist die dicke Straße. Die führt zum Tunnel. Irgendwann. So, jetzt ist nur die Frage, ist hier so tiefer Schnee, wo wir nicht unbedingt durchkommen?
Sieht gar nicht so wild aus. Also so richtig tiefer Schnee ist hier gar nicht. Habe ich das Gefühl. Oder, ich weiß nicht, hatten wir den Step in Alaska auch öfter mal im Einsatz? Weil da war ja zum Teil wirklich tiefer Schnee, wo wir richtig Probleme hatten durchzukommen. Deswegen weiß ich gar nicht, ob wir da den Step in Einsatz hatten und ob wir da auch so gut durchgekommen sind. Kann mich leider nicht erinnern. So, ach, das soll hier eine Straße sein oder was? Das ist doch einfach nur Gebirge. So. Okay, hier ist auf jeden Fall ein bisschen asphaltiert. Yay, sogar Leitplanken. Nicht, dass man hier abstürzen kann. Ich glaube, so Stellen oder sowas kann man hier eh nicht fahren. Na gut, wegen dem Eis könnte man natürlich sagen, man kann ganz gut easy ausrutschen. Aber guck mal, da ist der Tunnel. Ui, sehr schön, noch ein bisschen Federdrungsschaden. Yes. Puh. Sehen wir uns auf der anderen Seite. Imandra. Abgefahrene Musik. Yes. Und da sind wir wieder. Mit Step. So. Genau. Und hier müssen wir nämlich, ich glaube, hier nach rechts, diesen kleinen Weg lang. Und dann ist da irgendwie so ein bisschen, ja, so eine, ich weiß nicht, was es ist. Aber da sind so Straßen auf jeden Fall. Und dann ist da nochmal so ein kleiner Weg ab in die Berge. Und in den Bergen, oder zwischen den Steinen und so weiter, ist dann das Upgrade. So, jetzt ist die Frage, will ich wirklich da lang fahren? Weil ich weiß, dass die Straße da auch lang geht. Allerdings ist die Straße da auch an einer Stelle kaputt. Deswegen, ich glaube, wir gucken das mal, uns das mal an. Ah, guck mal, hier. Hier ist der tiefe Schnee. Ojemine. Na gut. Aber wir haben hier zum Glück einen Baumstumpf. An dem können wir uns ziehen. Und da haben wir noch, ja, kommen wir da dran. Jawohl. Noch ein Pfosten. So, dann könnte das natürlich auch sehr gut sein, dass wir jetzt vielleicht gar nicht mehr weiterkommen. Wegen dem Schnee. Oh oh. So, hier sieht das schon wieder gut aus. Okay, okay, okay. So. Also das, was gerade eben bei, oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie der Bereich hieß. In dem ersten Bereich von der Kola-Halbinsel. Das, was da eigentlich gar nicht so das Problem war, nämlich der Schnee, könnte hier zum Problem werden. Ah, guck mal. Aber hier gibt es zum Glück noch so ein Beton. Was ist das? Eine Betonplatte, wo wir drüber fahren können. Das ist cool. Ja, genau. Hier gibt es nämlich so ein kleines Lager oder sowas. Genau. Und da hinter dem Lager, da müssen wir hin. Mal gucken, mal gucken. 84 Liter haben wir noch. Also, wir wollen auf jeden Fall gleich nochmal kurz auftanken. Ach, guck mal, hier ist alles überflutet. Da hätte ich die Mattstreifen da wieder draufpacken können. Ach, guck mal, da ist ein Kahnlauf. Da links. Nice. So, dann tanken wir mal nach. Sehr schön. Puh. Der gute Kahnlauf mit einem Auftrag da. Aber den lassen wir erstmal links liegen. Wir kommen irgendwann zu dir zurück. Dauert aber noch ein bisschen. Obwohl ich eigentlich auch schon Lust hätte, hier Aufträge zu machen. War wirklich so zwischendurch mal so ein richtig harten Bereich. Ich weiß auch gerade gar nicht mehr, wie die Reihenfolge war von den, oder die, ja, empfohlene Reihenfolge sozusagen. Moment, war das hier in den Bergen oder war es hier in den Bergen?
da mit dem Tal? Ich glaube, das war hier, oder nicht? Deswegen führt hier auch diese kleine Straße lang. Ja, genau. Ich glaube, das war hier. Ja. Das heißt, wir müssen hier diese kleine Straße lang, die man einfach überhaupt nicht sieht. Ja, oder kann man da vorne irgendwie sich hochziehen? Da sind überall Bäume im Weg. Wir müssen irgendwie auf jeden Fall da hoch. Komm, wir versuchen es mal hier. Obwohl der Weg hier relativ eng ist. Also hier hätte ich sehr gerne den Mud Bandit gehabt. Guck mal, das ist ja hier richtig Rock Climbing. Guck mal, wie das heißt, ne? Das ist eine richtige Challenge. Und das dann hier mit so einem... mit einem Scout wäre es natürlich schöner gewesen. Weil wir dann die autonome Winde hätten. Da bräuchten wir uns nicht so Gedanken machen. Dass wir umkippen. So, und ich weiß gar nicht, ob wir hier jetzt hochkommen. So, nachgetankt hatten wir ja, ne? Ja, genau. Da hinten ist so ein Baum. Das sieht so aus, als ob wir uns dann hinziehen könnten. Aber wir kommen ja noch nicht mal hier drauf. Auf den Stein hier. So, dann müssen wir uns mal ein bisschen hier vorne hinziehen. Genau, sehr gut. So. Kommen wir da hinten schon an den Baum? Da hinten sogar. Aber an den hatte ich eigentlich gedacht. Bisschen Steglage. Ich muss, glaube ich, auf jeden Fall ein bisschen absichern. So, der bleibt hier jetzt stabil, ne? Ja. Okay, bisschen rauszoomen. Ja. Winde anbringen. Am besten von hier aus irgendwie da dran oder sowas. Dass er uns auch noch ein bisschen nach vorne zieht. Aber auch zur Seite. Dass wir nicht nach rechts umkippen. Ja. Komm. Okay. Dann ziehen wir uns einfach mal mit der Winde einfach hoch. Sehr gut. So. Sehr gut. Wir stehen stabil. Sind wir auf dem Weg? Ja, wir sind noch auf dem Weg. Puh. Und da vorne sehe ich auch schon das Auto. Mann, Mann, Mann. So, jetzt auf den letzten Meter. Nicht noch irgendwas Dummes machen. Schön auf Nummer sicher spielen. So, da vorne. Hier an den Bäumen können wir... Sollten wir vorbeikommen. Das sind Bäume, die umknicken. Also sind wir da. Yes. Aktivierbarer Allradantrieb. Für... Da ist er. Western Star. 6900 Twin Steer. Yes. Puh. Sehr gut. Der Step hat es geschafft. Dann wollen wir doch mal ausprobieren, was wir uns gerade mühselig geholt haben. Yes, und da steht er. In British Columbia und... Allradantrieb aktivieren, ihr den Kanal abonnieren und ich mache auch nochmal die Warnleuchten an. Yes. Und dann kann das losgehen. Wir fahren mal ein bisschen durch die Gegend.
So, da bin ich unterwegs mit dem Kenworth und mit dem dicken Kran drauf, denn sowas passiert halt, wenn man ja, sich seiner Sache zu sicher ist. Mit dem guten Twins hier. Ich meine, der hat ziemlich Kraft und er ist hier ziemlich schnell durchgerauscht. Allerdings darf man nicht unterschätzen, dass er doch... Ja, ich hatte halt noch die Höherlegung drin, natürlich. DMHS-Reifen habe ich drauf gemacht, die ganz großen 63 Zoll. Und ja, der ist trotzdem ein bisschen kippanfällig und dadurch, dass er halt natürlich so lang ist und ja, dementsprechend so extrem steif. Oh, hier wieder das gleiche Problem wie beim letzten Mal mit dem Kenworth. Ja, jetzt sind wir wie beim letzten Mal. Ach ja. Haben wir die Straße hier genauso genommen wie beim letzten Mal? Ja, okay. Okay, okay. Naja, die Straße. Naja. Hier ist komischerweise der Twinsteer sehr gut durchgekommen. Yes. Und ich hole jetzt gerade einen Kran, weil ich will den Twinsteer gerne wieder auf die Reifen stellen, denn ich will einen Auftrag mit dir machen. Allerdings, so wie es aussieht, oder? Naja, zu wenig Kraft, um hier voranzukommen, obwohl wir im Lastengang sind. Naja, Lastengang plus. Vielleicht sollten wir einfach nur in normalen Lastengang gehen, dann soll das vielleicht besser klappen. Aber das Problem hat man ja schon gesehen mit dem Kenworth. Wenn der zu schwer beladen ist, ja, so Steigungen und sowas mag er nicht so gerne. Hattet ihr ja auch schon in die Kommentare geschrieben. Aber ich wollte ihn trotzdem mal nehmen, weil das so schön passt mit dem großen Kran und so weiter. Und der SIG steht noch hinten bei der Ölraffinerie oder was auch immer das ist da, bei dem Ölfeld, als wir da die Halle aufgebaut haben. Und der hat nämlich noch einen Anhänger drauf und ich will den ungern dann einfach da wegholen und den Anhänger stehen lassen. Deswegen steht er noch da, bis ich dann den Anhänger weggefahren habe. So, und wir gucken mal, ob das hier überhaupt was wird. Weil, ja, festen Stand suchen wir hier auf jeden Fall vergebens, glaube ich. Obwohl, wenn wir hier vorne auf den Rasen, wenn wir da drauf kommen, ist die Frage. So. Dann da vorne auf dem Rasen vielleicht. Obwohl. Ja, wir müssen hier links vor dem Stein lang. Mal gucken, mal gucken. So, hier sind nämlich ganz viele Bäume, die man umfahren kann, glaube ich. Und dann könnten wir vielleicht hier auch ganz guten Stand haben. Ui. Kamera ist wieder verrückt. So. Mal gucken. Vielleicht kippt er ja auch noch um. Dann ist sowieso vorbei. So. Mal gucken, mal gucken. Wie rum will ich ihn denn drehen? Eigentlich so zu mir hin, würde ich sagen. So. Und das klappt anscheinend. Ja. Mal gucken, ob ich jetzt hier den unteren Teil da einfach zur Seite ziehen kann. Ah, nee, da kippt er wieder zurück. Okay, schade. Na gut. Dann drehen wir ihn vielleicht einmal komplett rum. Ja, obwohl, das wird, glaube ich, von der Kraft her nichts. So, wir machen hier mal wieder dran. Na komm. Jawollo. Puh, sehr schön. Da haben wir das wenigstens hingekriegt. Den Kenworth lassen wir hier mal vorsichtshalber stehen. So. Truck wechseln. Da ist er wieder.
Und Alrad ist immer noch aktiviert. Sehr schön. So, mal gucken, ob jetzt genau das gleiche nochmal passiert. Nee, sehr schön. So. Genau, den fahre ich hier noch raus aus dem Schlamm. Und dann würde ich sagen, passt das mit dieser Folge. Wir haben gesehen, was der Twinsteer hier kann. Wir haben ein kleines Abenteuer erlebt auf der Kohlehalbinsel. Das war, also dass der Step da so gut durchgekommen ist. Respekt an den Step auf jeden Fall. So, gut. Der kleine Twinsteer. Gefällt mir sehr gut. Jetzt mache ich ihn noch mehr. So, und wenn euch die Folge gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Kommentar und ein Abo. Und da geht es nächstes Mal weiter mit dem Twinsteer. Dann machen wir einen kleinen Auftrag. Hier ist ein kleiner Spoiler. Da oben rechts steht das. Yes. Also bis zum nächsten Mal.